Stundenlang schreibt Kirsten Boye geduldig Autogramme. Die Autorin ist ein heimlicher Star, auch wenn sie das selber nicht so gerne hören möchte. Preisgekrönt für ihr literarisches Lebenswerk und mit über 100 Veröffentlichungen zudem äußerst produktiv. Ihre Geschichten, zum Beispiel die um den kleinen Ritter Tränk, sind ein Dauerbrenner in deutschen Kinderzimmern. Der Verein Netzwerk Leseförderung Rheingau-Taunus e.V. hatte geladen und über 500 Kinder, nebst elterlichem Anhang, waren ins Kloster Eberbach gekommen, um bei einer Lesung der gebürtigen Hamburgerin mit dabei zu sein. Mit ihrem großen Erfolg hatte Kirsten Boye zu Beginn ihrer Karriere nicht gerechnet. Nie im Leben, nie im Leben. Ich habe ja nicht mal gedacht, dass ich ein zweites Buch schreiben würde. Mich hat das ja überfallen. Ich war ganz überrascht und ich habe das dann aufgeschrieben. Dass noch mehr Bücher kommen würden, hätte ich mir nie vorgestellt. Am wichtigsten, glaube ich, ehrlich gesagt, ist, dass es Kindern Spaß macht. Also Kinder müssen Spaß an den Büchern haben. So. Und dann gibt es manchmal Themen, die mir wichtig sind. Manchmal möchte ich aber auch nur was schreiben, was lustig ist oder was spannend ist. Ich möchte, dass Kinder zu Lesern werden, weil es so viele Untersuchungen gibt, die zeigen, dass Kinder, die lesen, Riesenvorteile haben gegenüber anderen Kindern. Und weil es Spaß macht. Ihre Geschichten lassen historische Epochen und ferne Länder lebendig werden. Und das nicht nur zur Freude von Kindern. Und der Nachschub ist gesichert, weitere Geschichten sind bereits in Planung. Also ich habe noch ganz viele Ideen im Kopf, ich habe immer noch riesen Spaß daran zu schreiben. Ich werde sicher noch einige Zeit weitermachen. Mit ihren Geschichten bietet Kirsten Boye Kindern einen Zugang zu Literatur und alleine das ist eine Leistung, zu der man sie nur beglückwünschen kann. Hoch über den Wolken, selbst unten in der Erde, überall ist Sonnenschein. Mit bestem Service und wirklich faire Preisen werden wir Ihr guter Energieanbieter sein. ESWE, darauf können Sie sich verlassen. ESWE, komm!